Vorgeschichte rein, die Kamera sind da. Letztendlich können wir das Finale hier in der Region Trabant jetzt doch noch starten. Alle Fahrzeuge stehen bereit. Wer gewinnt, geht auf. Geht erstmal wieder zurück. Frühstart von den Fahrzeugen. Werden wieder reingeschoben in die Startaufstellung. Was ist das für eine Nervosität? Was ist das für eine Aufregung in dieser Startaufstellung der Junioren? Kommt zusammen, wir sind gespannt, wer gewinnt das Junior im Trabant-Finale 2023. Und jetzt müssen wir von uns alle sein, die sind natürlich auf der Autobahn mit einem Superstart für unterwegs, aber auch NDK-Racing ist perfekt weggekommen auf der Innenbahn. Die beiden Fahrzeuge setzen sich vorne ab, NDK-Racing auf der 1 unterwegs. Die Kanus auf 2, Kettenwischen auf 3, dahinter Moonstar Racing, SWR Racing. Geht auf den Anfang, ist draußen, führt das Feld an. Blicke auf der zweiten Position. SWR kommt noch einmal zurück. Die Kanus auf 3, Mondstein Racing, der Geheimfavorit auf der 4, der Jonas mit der 999. NDK Racing ist vorne und die Kanus gehen vorbei und holen sich den zweiten Platz. Das sind dann Rieschen für die Gründer, jetzt auf 2. Blicke Rieschen auf der Autobahn auf 3, wieder Titel ist auf der 4, die Gründer sind auf 5, Mondstein Racing nur noch auf der 6. NDK Racing kann sich etwas absetzen, da die anderen beiden sich da immer wieder behaken. Ist NDK Racing auf und davon. Leon Finn-Kreisler auf Platz 1 unterwegs. Die 703 auf der zweiten Position. Die Kajos bleiben gerade. NDK Racing jetzt wieder auf der 4. Leon Racing auf Platz 5 wieder wichtig. Auf 7 zurückgefallen. SWR Racing, Gerte Dager, können die Kajus da noch einmal ankommen. Startsiegen für das NDK Racing Team. NDK Racing holt Platz 1 bei den Junioren. Die Kajus auf der 2 mit Jastin Gabrielske und Black Edition mit Lenny auf der 3. Der vierte Platz für POD 5, Mondstein Racing, 6 die 933, 7 die 708. Achter Platz für die Grünmäuse, 9. Platz für SWR Racing.